Jetzt geht's ab zu den Gelbigen und heute wird es knallen, das sage ich euch. Trolling auf Palometta, dahinter ein Segelboot. Oh, das könnte ein Palomo sein. Das könnte sein. Spektakulär sein. Jetzt sag das doch nicht schon wieder. Jetzt konzentrier dich diesmal aufs Aufwickeln. Diesmal konzentrier dich gut aufs Aufwickeln. Geh nach vorne, der geht ja nach links. Und ganz ruhig, gib ihm die Zeit, die er braucht. Okay, er wird wechseln gleich auf die andere Seite. Ganz entspannt, er kann hier nirgendwo hin. Es ist ein Palomo. Palomo. Na gut, lass ihn gehen, lass ihn gehen. Komm nach hinten, komm nach hinten, komm nach hinten. Du hast ihn fast, du hast ihn fast. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Da ist er doch schon. Er wird schon müde. Ah, guck mal, da ist er doch. Und das ist ein schöner, 10 Kilo. Geh nach vorne. Jetzt hängst du in der Qualle. Okay, jetzt nicht mehr. Komm nach hinten, nach hinten, nach hinten. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Immer Spannung draufhalten. Das ist ein Bello. Ja! 10 Kilo! Ja! Du hast ihn geholt! Jawohl! Hast du mega, mega gut gemacht!
Brösterchen. Spektakulär. Un viaje a San Pedro. Ich sag's doch. Was habe ich vorhin gesagt? Man muss so eine beschissene Pechsträhne auch einfach mal durchbrechen. Die ist durchbrochen. Unfassbar zwei gut. 2 Wochen haben wir es probiert. Unfassbar jetzt gut. Ist er da. Haben wir da einen glücklichen Fänger. FC auf Aufstiegskurs. Und wir haben auch einen Aufwärtstrend. Mann, was hat uns der gekostet? Nach 2 Jahren endlich wieder eine Palo. Jetzt machen wir mal ein paar schöne Fotos. Leute, der Traum eines Fisches ist der spektakulär. So ein klasse Ding. Auf dem Viaje nach San Pedro. Mega gut. Geil, 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 geil. Mega gut, mega gut. Jetzt hier noch, kann man den sehen? Den Hennes? Kann man ihn sehen? Grüß den Hennes! So, heute wollen wir mal auf Palo gehen. Und zwar auf die zweite. Die kriegt dann Dario in die Hände. Wie entspannt man sein kann, wenn schon ein Fisch im Boot ist. Aber ja. 2 Wochen und 3 Jahre, 2 Wochen in diesem Urlaub und 3 Jahre haben wir keine gehabt. Zwei Jahre. Ja, und dann kommt auch einfach mal ein Dicker. Da muss man auch mal entschädigt werden. Oh, Prost. Haben ja heute die schöne Palo gefangen und dass er auch nicht glaubt, dass das mal so eben einfach gemacht wäre. Das waren jetzt 2 Wochen Arbeit und jetzt kommt die Belohnung. Jetzt liegt sie auf dem Grill. Zeige ich jetzt auch noch mal. Schönes, weißes, festes Fleisch. Da ist der Fänger. Darauf gibt es heute ein Recaredo.